Also das war auch zum Gruseln. Hey, habt ihr auch diesen Film gesehen mit dieser unaufhaltsamen Roboter-Cyborg-Killermaschine, die fast ganz in Schwarz angezogen ist und ganz gefährlich und Jagd auf Menschen macht und die dadurch entstanden ist, dass Menschen angefangen haben, Maschinen zu bauen und dann Maschinen irgendwann die Kontrolle übernommen haben? Ja, diesen Film habe ich auch gesehen. Der heißt Terminator und über den habe ich letzte Woche ein Video gemacht und jetzt wieder ein Video darüber zu machen, wäre ein bisschen langweilig. Nein, es geht um einen ähnlichen Stoff, eine ähnliche Grundidee, ein ähnliches Genre, aber einen anderen Film, der dieses Jahr tatsächlich 50. Geburtstag feiert und zumindest so irgendwie in dieses Schauder-Schauder-Halloween-Thema reinpasst. Es geht um Westworld aus dem Jahre 1973 von Autor und Regisseur Michael Crichton. Hallo und willkommen bei Jetzt guckt doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm mit einer ordentlich mit Michael Crichton Büchern gefüllten Bibliothek und einem gewissen Faible für diese Sci-Fi-Stoffe. Der erste Film, der auf Basis seiner Autorentätigkeit verfilmt wurde, das war der Andromeda-Nebel, oder nein, wie hieß der? Andromeda Strain, der hieß auf Deutsch Andromeda, tödliche Viren aus dem All, oder so, von 1971. Der studierte Mediziner hat eine Zeit lang auch als solcher gearbeitet in Krankenhäusern, hat ja x Jahre später auch die Idee zu Emergency Room, woraus er dann die Serie gemacht hat, zusammen mit Steven Spielberg, hatte aber schon immer ein ziemliches Interesse für Sci-Fi und für was Maschinen so können und was vielleicht 10, 20, 30 Jahre in der Zukunft so passieren kann und naja, für so Stoffe, bei denen man sich ein bisschen schaudert und bei denen immer die Frage gestellt wird, wie viel Technologie ist eigentlich noch verträglich. Hatte bis dahin nur einen Film, bei dem er Regie geführt hat, in seinem Lebenslauf stehen, ist also mit seinem Stoff, mit seinem Entwurf zu Westworld von Studio zu Studio getingelt. Niemand wollte einem völlig unerfahrenen Regisseur einen Sci-Fi-Stoff anvertrauen, außer MGM. Die haben gesagt, okay, kannst du machen, das Ganze darf aber nicht mehr als $1 Million kosten. Im Laufe der Dreharbeiten wurde das dann aufgestockt auf ungefähr $1.25 Millionen. Crichton hatte schon eine ganze Handvoll Bücher geschrieben und hat sich auch diesen Westworld-Stoff ausgedacht und hat aber irgendwann gemerkt, nee, also da gibt es ja diese Römerwelt und die Römer-Klischees und dann gibt es diese Mittelalter-Ritterwelt mit Ritter-Klischees und dann gibt es eben die Western-Welt mit den Western-Klischees. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig als Buch, aber ich glaube, als Film würde das besser funktionieren. Hat also seinen Entwurf nicht in ein Buch gefasst, sondern hat das als Drehbuch umgeschrieben, hat dann erste Erfahrung gesammelt als Regisseur und sein zweiter Film Westworld, das war dann der hier, um den es heute geht, den er besetzt hat mit recht unbekannten Darstellern. Der eine ist der Vater von Thanos, der andere ist Richard Benjamin, ein ja durchaus gefragter und erfahrener TV-Schauspieler und später dann auch Regisseur, aber keine große Nummer. Wer hier die große Nummer ist, auf dem Kinoplakat, auf dem Blu-ray-Cover, auf dem DVD-Cover und so weiter und so fort, das ist Yul Brynner. Und wohlgemerkt auch derjenige, nachdem ich mein Outfit entworfen habe. Der schweizerische Mongolen-Russen-Amerikaner, oder ist er ein später die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen habender Mongolenschweizer? Ich weiß es nicht genau. Also, geboren in dem, was wir 80er-Jahre-Kinder früher die Sowjetunion nannten, ist er irgendwann dann so in Hollywood gelandet und wurde da eine große Nummer. Hat sowohl auf der Bühne am Broadway und dafür einen Tony gewonnen, auf der Bühne The King and I gespielt, also Anna und der König, und dann auch später in der Verfilmung von The King and I gespielt und dafür einen Oscar bekommen. Hat mitgespielt in dem vielleicht besten Western, der je gemacht wurde, die glorreichen Sieben. Da spielte er den Revolverhelden Chris, der, tja, ein schwarzes Hemd anhat und eine schwarze Hose und einen schwarzen Hut. Der dann noch in der Fortsetzung mitgemacht hat, die Rückkehr der glorreichen Sieben. Und dann irgendwie so Mitte, Ende der 60er ist seine Karriere so ein bisschen ausgeplätschert. Es gab dann noch eine missglückte TV-Adaption von Der König und ich. Oder die hieß Anna und der König von Siam auf Deutsch oder so ähnlich. War jetzt kein Riesenbrüller, wurde nach wenigen Folgen abgesetzt. Yul Brynner steckte damals im Karrieretief. Und bei etwas, wo eigentlich die Gage für Brynner alleine draufgegangen wäre, für diese 1 Million, da konnte man ihn jetzt plötzlich bekommen. Der war finanziell ziemlich gebeutelt und hat diese Rolle des Revolver-Roboterhelden angenommen für ganze $75.000. Und bis heute ist das eine seiner bekanntesten Rollen geblieben. Die Delos Corporation hat in der Zukunft des Jahres 1983, also heute ist ja nicht mehr 1983, also damals 1973, da wäre 1983 die Zukunft geworden gewesen sein. Das war jetzt eine Mischung aus Futur 2 und Plusquamperfekt und also jedenfalls
wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich in das Jahr 1973 zurückreisen und dann wäre 1983, das wäre dann schon 10 Jahre später, aber immer noch, als ich jünger war als jetzt, und dann käme ich zurück in die Zukunft. Oder so. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, würde Austin Powers sagen. Die Delos Corporation hat einen Delos Themenpark eröffnet. Da gibt es eine Ritterwelt, mittelaltermäßig, eine Römerwelt und es gibt Westworld, wo der Hauptschauplatz dieses Filmes stattfindet. Die beiden Kumpel, John und Peter, gespielt von James Brolin. Ich muss aufpassen. Nein, das andere war der Sohn. James Brolin und von Richard Benjamin. Die haben sich dafür entschieden, da ihre Ferien zu verbringen. Der eine war schon da und erklärt dann für seinen Kumpel und auch für den Zuschauer, was es mit dieser Welt auf sich hat, als sie mit dem Zug dahin fahren. Für 1000 Dollar am Tag, was für eine unerhörte Summe. Für 1000 Dollar am Tag kann man in die Rolle von jemand anders schlüpfen und man kann sich aussuchen, ob man im alten Rom unterwegs sein möchte oder ob man im Mittelalter unterwegs sein möchte oder ob man im Wilden Westen unterwegs sein möchte. Und im alten Rom kann man... Tja, ich weiß auch nicht so genau, das wird in dem Film nie so richtig beleuchtet. Also irgendwas kann man da schon, bequeme Klamotten anziehen oder so. Und in der Mittelalterwelt, da kann man sich ein Schwert schnappen und dann Roboter, Cyborg, Ritter zum Duell herausfordern und die beschwert kämpfen. Und in Westworld, da kann man sich einen Revolver umschnallen und dann in die Saloonstadt, in die Westernstadt da rein und sich im Saloon mit diversen fiesen Möb anlegen und die dann so revolverheldenmäßig totschießen. Und das Beste daran, die Computer, also diese Cyborgs, die da die Darsteller sind, die man abmurksen kann, die sind so programmiert, dass die ein Wärmeerkennungssystem haben und auch die Pistolen, die sie haben, ein Wärmeerkennungssystem haben. Das heißt, selbst wenn die auf einen Menschen zielen, dann funktioniert die Wumme nicht und die sind so programmiert, dass alles, was eine warme Körpertemperatur hat, dass sie da überhaupt nicht schnell genug ziehen können. Also egal, wie schlecht man mit der Waffe ist, wenn man sich auf ein Duell mit einem Cyborg einlässt, dann wird man auf jeden Fall gewinnen und kann als großer Westernheld wieder nach Hause kommen. Dann gibt es noch die üblichen Klischees. Also es gibt natürlich die lockeren Barmädchen, die in so einem Saloon rumhängen. Und es gibt natürlich die Luschen, die es immer abkriegen, die in so einem Saloon rumhängen. Dann gibt es den fiesen Revolverhelden, also der Roboter, Yul Brynner, der in diesem Saloon abhängt und dann gleich mal den ersten zum Duell herausfordert. Und dann bam, bam, bam und dann Einschusslöcher und Blut und Spritz und der fällt tot hin. Ist aber gar nicht tot, ist er nur ein Roboter. Der kommt über Nacht dann wieder in die Fabrik, dann wird er repariert, dann wird so sein Gehirn abgeschraubt und dann, ja, hier müssen wir 2, 3 Knöpfchen drücken und Gesicht wieder drauf und dann am nächsten Tag geht's weiter. Nein, eben nicht. Und jetzt kommen die Spoiler für einen 50 Jahre alten Film, den ich jetzt für jeden verspoiler, der noch nie irgendwas zu diesem Film gehört und auch noch nie den Trailer gesehen hat. Die beiden Kumpel Peter, Paul und Mary, nee, falsch, Peter und John, John und Peter, also, so, die zwei Hauptfiguren, die hatten sich die Saloonschlägerei gegeben und dann haben sie einem Durst getrunken und lagen völlig besoffen auf dem Boden von dem Saloon, haben die ganze Nacht verpennt, wachen morgens wieder auf und diese Westernstadt ist menschenleer. Tja, was ist denn da passiert? Ja, was da passiert ist, ist das, was auch schon in Battlestar Galactica passiert ist und was auch in Terminator passiert ist. Mensch baut Maschine, Maschine entwickelt irgendwann einen Sinn von Eigenständigkeit und rebelliert dann gegen Menschen und bringt Menschen um. Und genau das ist hier auch passiert. Es wird das erste Mal, glaube ich, in der Filmgeschichte wird auf das Konzept eines Computervirus hingewiesen. Also im Film ist es ein bisschen schwammig formuliert. Da sagen die, naja, die Computer, die haben sich so eine Art Krankheit eingefangen und jetzt infiziert ein Roboter, infiziert dann einen anderen Roboter. So, dann sieht man, wie es in der alten Rom-Welt drunter und drüber geht und wie die Roboter im alten Rom da den Menschen im alten Rom ordentlich was auf die Zwiebel hauen. Das wurde übrigens gedreht im alten Garten von Harold Lloyd. Ja, gut, wie gesagt, Budget war knapp. Und in der Mittelalterwelt dasselbe, ne? Die Roboter packen die Schwerter aus und duellieren sich da fleißig und stechen aber plötzlich die Menschen ab. Und in Westworld, tja, Riesenüberraschung, was da wohl passieren wird. Da kommt nämlich so ein Typ, den haben wir vorher im Film schon gesehen. So ein Oscarpreisträger mit Glatze, ganz in Schwarz. Und er steht wieder aufrecht und ist putzmunter und fordert die zwei Jungs jetzt wieder zum Duell heraus. Und diesmal geht's nicht so glimpflich aus. Das ist dann so ungefähr in der Mitte des Films oder so Richtung dritter Akt des Films. Da nimmt das Ganze nämlich eine Wendung. Also die Grundsituation, ich finde es ganz interessant, dass hier mehrere Genres durcheinander geschmissen werden. Die Grundsituation ist eigentlich eine Science-Fiction-Sache und da kommt man dahin und dann ist es plötzlich so eine Art Western und dann mutiert das Ganze im Laufe der Handlung aber zu so einer Art Slasher-Film. Sowohl John Carpenter als auch James Cameron bzw. Arnold Schwarzenegger haben gesagt, also die Figur des Michael Myers in Halloween, diese Manierismen und wie die sich bewegt und so stoisch ist und so dieses Unzerstörbare, das basiert auf Yul Brynners
Gunslinger-Figur in Westworld. Bei dem Terminator genau dasselbe. Einer, der hier durch die Gegend stapft, der ein Roboter ist und der Menschen kalt machen will und sich durch nichts und niemanden davon abhalten lässt. Und es ist einfach schön, einen der Helden meiner Kindheit, nämlich Yul Brynner, nochmal zu sehen, wie er mal einen Fiesling spielt und mal was Neues probiert. Und so richtig schön, schön fies sein kann. Den kannte ich ja nur als Helden. Also der groß geworden ist in diesen Bibelschinken wie die 10 Gebote und was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja, dann eben in den Kostümfilmen, in diversen Western, in diversen Spionagefilmen in den 60ern. Also Yul Brynner, oder Brüder Karamazov hat er noch gemacht. Also Yul Brynner, das war eigentlich immer so der Held. Und hier durfte er das erste Mal so richtig einen fiesen spielen. Fand ich ungefähr auch, hat mich daran erinnert, als dann Tom Cruise in Collateral endlich mal einen Bösewicht gespielt hat. Oder als Henry Fonda in Spiel mir das Lied vom Tod endlich mal einen Bösewicht gespielt hat. Also dem Typen, dem hat das wohl Spaß gemacht. Für diese, ja, echt Mini-Gage, die er da bekommen hat, wenn man sich so im YouTube gibt es ein paar Sachen, wenn man sich so hinter den Kulissen-Szenen anguckt, also der grinst und der erzählt und der hat Spaß an der Rolle. Und ob das nun wirklich so als Halloween oder als Gruselfilm taugt, das sei mal euch überlassen. Also natürlich merkt man dem Film an, dass das Ganze ein bisschen angestaubt ist. Natürlich merkt man hier, dass 70er-Jahre-Frisuren nun mal die 70er sind und dass das überhaupt nichts mit 1983 zu tun hat. Der elektronisch angehauchte Soundtrack, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Einerseits, finde ich, passt er auf dieses futuristisch Getrimmte. Und ich finde es auch gut, dass man hier nicht so die klassischen, ja, Musik hat, die man normalerweise in Horrorfilmen hat. Andererseits reißt die einen jetzt nicht gerade aus den Schuhen. Also das ist vielleicht so ein Minuspunkt, den ich dem Film ankreiden möchte. Was ich gut finde, dass man für die Hauptrollen zwei Unbekannte genommen hat. Für den originalen Westworld gibt es unterm Strich 3 von 5 Killer Cyborgs und einen halben 6 Schüsser und eine eingeschränkte Guckempfehlung für Sci-Fi-Fans, Western-Fans, Yul Brynner-Fans, 70er-Jahre-Film-Fans oder einfach für Leute, die sich fragen, was kann man sich jetzt um die Horror-Saisonzeit denn noch so angucken, denn im letzten Drittel ist das tatsächlich so eine Art Slasher-Film geworden. Ein paar Jahre später gab es eine Fortsetzung, also Westworld, der hieß bei uns Westworld-Das Land von Morgen. 1976 gab es dann Futureworld-Das Land von Übermorgen. Über diesen Film muss man nicht allzu viele Worte verlieren, außer dass auch da Yul Brynner mitgespielt hat, was aber, also mitgespielt ist ein großes Wort, das war ein bisschen aufgepapptes Cameo. Ich glaube, der ist in dem ganzen Film 5,5 Minuten zu sehen oder sowas. Und den kann man sich wirklich sparen. Dann gab es 1980 noch eine TV-Serie, ich glaube, produziert damals von ABC, namens Beyond Westworld oder Beyond Future World, wo dann noch mehr auf diese Delos Corporation eingegangen wurde und dass sie die Fehler wieder reparieren wollen. Die muss wohl so unterirdisch gewesen sein, die haben sie nach 4 oder 5 Folgen aus dem Programm geschmissen und das hätte es dann eigentlich gewesen sein sollen, bis sich HBO ein ordentliches Budget geschnappt hat, eine ganze Riege von Klassendarstellern geschnappt hat, unter anderem Anthony Hopkins geschnappt hat und das Ganze mal auf komplett neue, sprich auf Serienfüße gestellt hat. Ich hatte die erste Staffel von Westworld komplett gesehen und fand die richtig geil. Ich habe den Anfang von der zweiten Staffel gesehen, ich glaube die ersten 2 oder 3 Folgen und dann ist mein Probeabo ausgelaufen. Und dann konnte ich nicht weiter. Aber so, also das fand ich geil gemacht. Ich habe dann gehört, die letzte Staffel, die soll nicht mehr so prickelnd gewesen sein. Sowohl von Einschaltquoten, als auch von Resonanz der Zuschauer, als auch von Resonanz der Kritiker. Eine weitere wird es wohl nicht mehr geben. Ich kann nicht beurteilen, wie die geendet ist. Ja, also wenn ihr irgendwas zur TV-Serie sagen könnt, haut ihr nicht Tasten. Lasst mir ein Kommentärchen da. Lasst mir sowieso einen Kommentar da und ein Däumchen und ein Abo. Falls ihr noch nicht abonniert habt, kostet euch nichts, hilft dem Kanal. So komme ich auf die Startseite von Leuten, die mich noch nicht kennen. Ja, habt ihr Westworld gesehen oder habt ihr Futureworld gesehen? Oder habt ihr Beyond Westworld Futureworld gesehen? Oder habt ihr Westworld die Neuauflage gesehen? Oder habt ihr alle davon gesehen? Und ist euch eigentlich mal aufgefallen? Das ist im Grunde derselbe Stoff wie das da. Of course! Menschen bauen einen Vergnügungspark. Dann rasten die Kreaturen in diesem Vergnügungspark aus und alles geht fürchterlich schief und Menschen gehen hops. Das ist die Handlung von Westworld. Und was ist die Handlung von Jurassic Park oder Dino Park, wie er hieß, als Crichton ihn geschrieben hat? Ja, Menschen bauen einen Vergnügungspark, die Kreaturen in diesem Vergnügungspark rasten komplett aus und dann gehen Menschen hops. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Abonnieren, Däumchen nach oben dirigieren, bla bla bla. Ja, jetzt mache ich die YouTube-Sache. Also Leute, viel Spaß beim Gucken von Westworld. Ich schätze mal, den habt ihr so noch nicht auf dem Radar gehabt. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.